Willkommen bei Terranil, einem Öko-Aufbau-Abbauspiel. Ja, einem Aufbauspiel, bei dem man abbauen muss. Normalerweise startet man bei solchen Spielen ja in einer unberührten Natur, in einer wunderschönen Naturlandschaft voller Wiesen, Flüsse, Bäume. Einfach ein Paradies auf Erden, bevor wir kommen, wir Menschen. Und es da reinbegeben und dafür sorgen, dass die Welt unter Umständen danach etwas anders aussieht. Voll planiert mit Straßen, mit Wohngebieten, die wir gesetzt haben, Handwerksbetrieben, später vielleicht Industrien, mit Qualm, der aus irgendwelchen brennenden Schloten und Rauch daraus emporsteigt. Und nachher stellen wir uns dann hin und sagen, ei, wir haben was aus dieser Welt gemacht. Wir haben sie kultiviert. Wir haben eine Kulturlandschaft erschaffen, wo es vorher nur Natur war. Und dieses Spiel hier entwirft eine Dystopie, eine negative Utopie, nämlich die einer nahen Zukunft, in der ja, die Menschen Mutter Natur halt endgültig den Hals umgedreht haben. Das heißt, auf verschiedenen Zufallskarten, in verschiedenen Biomen, in verschiedenen Klimazonen, mit verschiedenen Zufallskartenherausforderungen treffen wir auf Gegenden, in denen es nur noch unbewohntes Ödland gibt. Giftböden überall. Und wir sollen dafür sorgen, dass wir in der ersten Stufe dort für grüne Böden sorgen und Wasserfälle und dass die Flüsse renaturiert werden, wieder fließen. Tiere setzen wir aus, Pflanzen kommen zurück, Bienen fliegen herum, bestäuben die Blümchen und so weiter und so fort. Ihr kennt ja die Geschichte mit den Bienen und den Blumen, glaube ich. Und ganz am Schluss, wenn die ganze Natur wieder erblüht ist, dann letzte Etappe unserer Herausforderung. Stampfen uns all das Ökotech-Zeug, mit dem wir das geschafft haben, und müssen unsere Spuren komplett beseitigen, packen alles an Bord eines Luftschiffes und fahren wieder weg und reiben uns die paar Tschändchen, weil niemand nichts mehr darauf zurückweist, dass wir jemals hier vor Ort waren. Das ist die Idee hinter Terranil. Ein kleines Spiel, ein kleines Entwicklerstudio und der Publisher Devolver. Euch allen viel Vergnügen. Wir wollen es ein bisschen anspielen. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich zwischendurch so halbwegs unauffällig über meine Nase reime. Das ist nicht etwa, weil ich Peter Pan bin, sondern das ist Pantau bin, sondern das ist deshalb, weil ich leicht verschnupft bin. Ich bitte herzlich um Verzeihung, falls ihr meinen Anblick als unappetitlich betrachten solltet oder weil er euch sagt, was macht der Mann da mit der roten Nase? Ich kann es nicht ändern gerade. Ich hatte die Wahl, entweder den Stream, bei dem wir für YouTube aufzeichnen, ausfallen zu lassen oder halt euch diesen Anblick zu servieren. Wir legen mal los. Falls ihr euch sagt, das Spiel sieht interessant aus, vielleicht sollte ich mir das kaufen. Das ist mein Tipp. Kunde die Gutscheincode BuyGamesBlende zu diesem Spiel. Link darauf in der Textbeschreibung auf YouTube. Entschuldigung, ich muss schon die ersten Taschentuch. Ganz unauffällig die ersten Taschentuchgeräusche im Hintergrund machen. Link auf die Seite, auf der und wie der Code heißt, hier drunter, Textbeschreibung auf YouTube, auf Twitch bitte einmal posten, Chatmod Black Panther, einmal zurück ins Spiel. Ich habe noch nicht sehr weit gespielt, aber der Umfang des Spiels ist auch kein sehr großer, dafür ist der Preis auch ein überschaubarer. Wir starten ein neues Profil. Wir legen ein neues Profil an. 0% ist gering, aber das ist deshalb auch beim ersten Durchlauf, weil ich meinen Fortschritt wieder zurückgesetzt hatte. Also bitte, bitte nicht denken, er erzählt uns, er hätte es angespielt und hat es gar nicht. Damit starten wir. Oh, interessant. Damit legen wir los mit einer neuen Rednernaturierung. Eine erste Zufallskarte. Viele positive Rezensionen aus Steam, basieren teilweise auf der Demo, die man da gespielt hat. Teilweise sagen die Leute allerdings auch, ups, der Schwierigkeitsgrad kann ein happiger sein, muss aber nicht. Je nach Zufallskarte. Jetzt aber, das ist das Tutorialbuch, mit dem wir im Laufe der Zeit, immer nachschlagen können in verschiedenen Kapitelchen, denn wenn uns die Spielelemente nochmal erklärt und bestimmte Zusammenhänge ebenfalls. Rechts kann man durch Reiter hindurchgehen oder das Ganze einmal wegmachen. Wir beginnen damit, dass wir einen Schwierigkeitsgrad nehmen. Ich nehme den in der Mitte, also den Standardschwierigkeitsgrad. Tutorials sind zum Beispiel aktiviert, Basiswerte im Balancing für Leute, die schon mal Strategiespieler gespielt haben. Falls ihr euch einfach nur daddeln wollt und sagt, hey,
ich bin kein E-Sportler, ich will einfach nur das Spielprinzip genießen oder mit Kindern zusammenspielen oder ich bin ein Kind und also wirklich ein sehr junges Kind, dann nimmt ruhig den Story-Schwierigkeitsgrad hier. Ihr müsst nicht leiden. Ihr könnt auch auf Gärtner spielen, statt auf Umweltingenieur, selber auf Ökologin. Hier einmal rein. So, einmal Steuerung, die üblichen Sperenzchen. Kennt ihr alle schon? Ne? Also Q, W, A, S, D, Maus gedrückt halten, gedrückte mittlere Maustaste ziehen. Man kann rauf und runter, also die Sachen, die man halt so kennt halt. Ne? Jetzt kommen die neuesten Tipps. Und das Ganze ist, ach, also falls ihr euch jetzt sagt, Mensch, das ist aber eine kleine Karte. Da sieht man jetzt schon zu klein aus. Ich will eine große Welt haben. Ich will ein episches Spielerlebnis haben. Ich spoilere euch mal. Das ist ein kleiner Ausschnitt der Karte, auf der wir gleich spielen werden. Wir spielen ja das Tutorial. Die Leute wollen uns nicht sofort überfordern. Das ist erstmal auf ein paar Minifeldern hier. Das erste Schritt ist, wir brauchen Elektrizität für die meisten Bauwerke. Das ganze Spiel ist in drei Phasen aufgeteilt, so eine Partie. Phase 1, alles was braun ist, vergiftet und trocken. Renaturieren. Im ersten Schritt Landschaft herstellen. Im zweiten Schritt Tierwelt, Pflanzen, Fauna und Flora. Im dritten Schritt alles einpacken, abhauen. Ja, das sind die drei Phasen hier. Wir sind bei Phase 1. Und ihr seht auch schon ein zentrales Spielelement. Dort unten seht ihr die Zahl 75. Daneben ein kleines grünes Blatt. Und das bedeutet, es gibt hier eine virtuelle Ressource im Spiel, die, ja, wie soll man die nennen? Die Ökopunkte. Also wenn ihr im Laufe einer Partie erfolgreich spielt und schafft, Spielfortschritte zu erreichen, bekommt ihr diese Ökopunkte verliehen und die wiederum gebt ihr aus als virtuelle Ressource, um neue Gebäude, Module, Technologien hin zu platzieren. Das schubst einen so ein bisschen in Richtung Effizienz, denn wenn man zu viel auf einmal baut, ohne dass es effizient ist, dann geben einem die Punkte alle. Insofern ist das so, ja, so ein bisschen Kontrolle dafür, dass es auch hier sich wie ein Strategiespiel und nicht nur wie ein Sandbox-Erlebnis anfühlt. Dann seht ihr bei allem immer, was liefert uns das Modul und was brauchen wir dafür. Das geht nur auf Steinen oder auf Felsen, da kann man das bauen und wir bekommen Strom. Ja, klicken wir einmal an. Und ja, auf der Karte ist das sehr übersichtlich. In der Mitte einmal hier, einmal dort, das Spiel nimmt uns auch in die Hand, an die Patsche und sagt, hier, guck mal, wir haben für euch zwei Felder blau markiert, vielleicht wollt ihr dort beginnen. Und es ist auch keine schlechte Idee. Hier setzen wir einmal eine Turbine hin. Der Radius, der drumherum entsteht, dieser grüne Radius, ist der Bereich, in dem wir nachher in Nachbarschaft zu der Turbine Gebäude oder Module hinsetzen können, die von dort ihre Elektrizität bekommen. Jede Turbine kann eine bestimmte Anzahl von stromfressenden Modulen mit dem gelben Saft versorgen hier. Das ist das Erste. Ja, Punkte ausgegeben. Es ploppte das Nächste auf. Wir können Entgifter platzieren, brauchen Strom und brauchen kaputten, vergifteten, öden Boden. Davon haben wir genug. Das sollte kein Problem sein und bietet Mutter Erde. Man kann auch mit der Maus rübergehen. Boden, schöner Boden wird geliefert, Ödland wird aufgebraucht. Und hier werden auch ein paar Sachen vorgeschlagen, wo man die hinsetzen kann. Und ihr seht, wenn man die zu weit wegstellt, dann kein Strom. Wenn man die zu dicht ranstellt, irgendwie auch komisch, weil der grüne Bereich, der jetzt drumherum entsteht, ist der Bereich, in dem die Boden produzieren. Einmal hier vorne bitte, ja. So, und jetzt kommt mein erster Pro-Gamer-Tipp von WB, der sich ein klitzekleines bisschen eingespielt hat. Mit gedrückter Shift-Taste, mit Umschalt, wenn man hier draufklickt, Umschalt gedrückt hat, dann kann man noch weitere Gebäude desselben Typs dahinter bauen. Zweimal, dreimal und viermal. Schon haben wir das geschafft. Wunderbar. Und manche Gebäude kann man drehen. Hier war das nicht nötig. Mit R wie Mausrad. Nein, wie Rotate, wie rotieren. Betrifft zum Beispiel dieses nächste Gebäude. Und jetzt kommt Stufe Nummer 2. Dreckige Böden. Ja, umgewandelt in Böden, auf denen was wachsen könnte, haben wir geschafft. Dritte Sache ist dritter Schritt für Wasser sorgen. Das heißt, Ressourcen werden dadurch erzeugt. Das heißt, diese virtuelle Ressource bekommen wir dadurch, dass wir
das Gebiet bewässern. Da bekommt man ein paar der Punkte, die wir eben verbraucht haben, zurück. Und es entsteht halt erste Vegetation. Wir müssen ja nicht jedes einzelne Öko-Unkraut selber pflanzen. Wir müssen nicht jede Distel einzeln in den Boden setzen. Das ist nicht nötig. Wir müssen erstmal nur hier ganz grob für Vegetation sorgen. Indem wir auf den Boden draufgehen, mit im Bewässer. Hier ist er. Und der hat, das ist jetzt das erste Mal, dass wir mit diesem Rotieren arbeiten. Schaut mal, der hat so verschiedene, der hat so zwei Wege, also zwei Richtungen, in die der Wasser rausspritzt, ne? Sodass alle der Boden fruchtbar wird. Und man kann durchklicken mit R, kann man halt einstellen, soll das senkrecht, horizontal sein, in einem Winkel und wenn in einem Winkel, in welchem. Das können wir selber einstellen. Und da wir so wenig wie möglich an Ressourcen verbrauchen wollen, mit dem Maximum an Ertrag, und der braucht keine Elektrizität, okay? Und wir wollen natürlich auch was erschließen, wo im Augenblick auch Mutterboden ist. Also das hier oben ist Quatsch, ne? Es soll auch so sein, dass da auch wirklich was wachsen kann halt. Könnten hier hingehen, wird uns auch vorgeschlagen. Ist auch keine schlechte Idee. Einmal hier. Ja. Übrigens auch noch ein Tipp. Das Interface ist vollständig skalierbar von der Größe. In der Voreinstellung ist das bildschirmfüllend. Ich kann es euch auch mal ganz... ich traue mich gerade nicht raus. Ich gucke mal, ob ich ins Optionenmenü gehen kann. Das ist hier vorne. Ich habe die UI-Skalierung auf 0,85 gestellt, auf 85%. Das ist immer so fließend hier. Ich finde, das ist sehr groß voreingestellt. Jetzt weiß ich nicht, auf welchen Geräten ihr mir zuguckt. Vielleicht können wir auch mit 75% hier arbeiten. Ja? Falls euch das zu klein ist, bitte Bescheid geben. Jetzt setzen wir einen Bewässerer noch hier hin, drehen den richtig hin. Einmal so. Sehr schön. Schöne Effekte. Zeit vergeht ja übrigens nicht. Also es ist kein Spiel, das zeitkritisch wird. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ob man hier auf Tempo spielt, ob es einen laufenden Unterhalt gibt an Strom, an Elektrizität. Das ist ein ganz entspanntes Spiel, wenn auch die Hintergrundgeschichte eine ernsthafte ist, aber ein ganz entspanntes, zeitloses Spiel, bei dem man jedes Tempo an den Tag legen möchte, das man wirklich machen möchte. Jeder könnte so spielen, wie er oder wie sie es möchte. Einmal hierhin bitte. Wir könnten auch weiter nach oben gehen. Warum soll ich das denn hier hinsetzen? Wir können auch weiter nach oben. Ja, komm, wir gehen mal ein bisschen an. Wir setzen es so hin. Im Handbuch können wir alle Dinge nachschlagen. Das ist hier oben. Und das hier ist das sogenannte Vegetationsziel. Das heißt, je höher der grüne Ticker ist, je mehr Prozente von der Karte grün geworden sind, desto besser. Und ich weiß, das sieht ja aus nach 80%, aber die Karte, seht ihr gleich, ist eine viel größere noch. Wir haben einen großen Stapel an Punkten zum Start, das ist alles fein. Und ich würde jetzt gerne, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Mutterboden hier. Wir können hier links, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Strom. Einmal Strom hier. Einmal Strom hier oben bitte. Noch einen Entgifter hier hinten hin. So. Das hat funktioniert. Einen Entgifter nach hier vorne hin. Setzen wir hier hin. Wenn wir jetzt das in der Mitte auch noch machen, dann können wir so ein grünes Teil hier einmal quer rüber packen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. So bekommen wir das zum Beispiel hin. Ja, dann ist alles schön versorgt hier. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert mit dem Bewässerer. Ja, einmal auf so längs gedreht, wunderbar, einmal hier hin und, ne, das hier unten ist ja schon, ist das hier unten, ne, das ist noch kein Mutterboden, okay.
Wir arbeiten es hier mal ein bisschen vor. Einmal hier vorne hin, bitte. Dann hier hin. Ja. Einmal in längs. Hier hin. Jetzt habe ich das da so hingesetzt, dass das rechts so ein Mini-Rand bleibt. Ich weiß nicht hier, ob hier der Kartenrand ist. Ich glaube ja. Deshalb müssen wir leider hier ein bisschen was verschenken jetzt. Jetzt wird die Karte aufgerollt und. Terranil, das Öko-Aufbau-Abbauspiel von Devolver und von einem. Vom Publisher Devolver und von einem kleinen Entwickler. So, es ist wirklich der Kartenrand hier unten. Wir haben 30% besetzt, haben 811 Punkte. Die Grafik ist putzig, das sehe ich auch so. Und jetzt können wir hier oben rauf gehen. Zuerst noch mehr Mutterboden, bitte. Hier haben wir viel hingesetzt. Schließen hier mal den Rand ab auf der rechten Seite, weil wir ordentlich sind. Und setzen noch einen Entgifter bitte hier hin. Einen hier vorne hin. Einen Bewässerer daneben. Sehr schön, bekommen auch neue Punkte dazu. Ja, das können wir hier oben weitermachen. Gehen in die Richtung rauf. Ah, ich spoilere euch ein kleines bisschen was. Es sind ja neue Geländemerkmale aufgeploppt. Das sind getrocknete Flussbetten. Da haben wir ja noch andere Möglichkeiten in dem direkten Umfeld für befruchtete, also für feuchte und gesunde Böden zu sorgen. Dafür brauchen wir das nicht unbedingt. Deshalb müssen wir nicht unbedingt an den Rand hier rangehen. Wir können auch ein bisschen Abstand dazu halten. Aber hier können wir raufgehen zum Beispiel. Das lohnt sich auf jeden Fall. Einmal hier bitte. Sehr schön. Hier runter. Hat nicht ganz geklappt, weil hier unten noch kein Boden lag halt, ne? Hi Jessica, liebe Grüße. Begrüßt mal ganz freundlich Jessica, die war ganz lang nicht mehr hier bei uns, die kümmert sich ja als Psychologin unter anderem auf das Thema, um das Thema, was an bestimmten Computerspielen so fesselnd ist. Vielleicht könnt ihr sie mal im Chat fragen, warum sie glaubt, eventuell, dass es ein Spiel ist, also was das Spiel einen so anrührt in einem. Also warum das auf so viel Interesse stößt. Das fände ich sehr spannend. Vielleicht wollte sie mal ausquetschen. Vielleicht schreibt sie ein paar interessante Sachen in den Chat rein. Wickwack, Feugan, danke fürs 11. und 6. Abo an euch. Wollen hier oben noch. Ah, und das hier. 300 Ressourcen mehr und dann können wir hier ein neues Modul freischalten. Hier noch bitte einmal einen Entgifter weiter. Das ist Mutterboden. Und ja, das ist ein bisschen verschenkt. Können wir von. Sollten wir im Augenblick noch nichts Grünes machen. Da oben können wir schon weitermachen. Mal hier hin. Einmal Strom, einmal einen Entgifter daneben hin. Hier können wir rauf die Lücken füllen. Und einmal hier oben. Wunderbar. Was schreibt Jessica? Ja, du warst lange nicht mehr da, aber ich wollte nicht mosern und nicht meckern.
Schau auf jeden Fall zu. Sobald ich kluge Gedanken habe, poste ich die sehr gerne hier. Das ist Selbstbewusstsein. Nicht in den Chat reinzuschreiben, sofern ich kluge Gedanken habe, poste ich die rein, sondern im Inbegriff, also im Wissen darum, dass man was Kluges zu sagen hat, das Wörtchen so bald zu benutzen. Das ist, also du darfst das. Du darfst das. Weil du, das ist ein harter Arbeit, Selbstbewusstsein auch schon bewiesen hier. Danke an Matthias fürs Abo verschenken an Jessica. Gehen hier oben weiter und setzen hier oben noch was hin. Wenn du magst, Jessica, kann ich dich in der Pause auch mal für 10 Minuten reinnehmen, ein paar Audio, dann könntest du mit uns ein bisschen über das Spiel und Schwätzchen halten. Mich jederzeit bereit, spontan zu machen, wenn du möchtest. Hier, oh, geht das weit genug? Ich glaube ja, ne? Ja, damit können wir arbeiten. Einmal hier. Ah, hier oben hat es nicht ganz geklappt. Dann setzen wir hier noch einen hin. Einmal hier runter einen Entgifter bitte platzieren. Hier vorne auch wieder. Reicht nicht ganz aus. Einmal dort. Ja, das sieht doch schon besser aus. Jetzt können wir hier in die Mitte. Ah, hier sind die Wasserpumpen freigeschaltet. Das ist das, was ich eben meinte. Das Mini-Kritik am Spiel. Da würde ich mir wünschen, wenn ein neues Element freigeschaltet wird, dass das einem noch klarer kommuniziert wird. Also nicht nur, dass es da unten aufploppt, sondern dass es vielleicht einen kleinen Hinweis gibt. Am rechten Bildschirmrand zum Beispiel, wenn man wegklicken kann, so eine Meldung. Achtung, du hast ein Gebäude freigeschaltet. Wenn man total ins Spiel vertieft ist, wo sich hin puzzelt, dann kann man das schon mal, kann man das dann schon mal übersehen halt, ne? Und jetzt bauen wir eine Wasserpumpe. Ja, also so funktionieren Wasserpumpen. Die setzt man, die brauchen Strom und die setzt man auf so diese, auf diese ausgetrockneten Flussbetten drauf. Je weiter oben, desto besser, weil von die lassen dann halt Wasser das Bett lang laufen und wenn die von weiter oben draufgestellt werden, dann fließt das Wasser sogar weiter. Das könnten wir zum Beispiel hier hinstellen. Ah, deswegen wird das hier nicht genutzt. Das ist ja sau doof. Ist egal. Hier machen wir das einmal. Oh, das fließt sehr weit. Klasse. So eine Viertelstunde etwa, Jessica. So, ja. Nächste Option wird in gleich nach 70 freigeschaltet. Ja, ich habe ein bisschen die Ressourcen im Auge. Das sollten wir vernünftig mit umgehen können. Das bietet erstmal nur Fruchtbarkeit, aber nur die schalten die Ressourcen frei. Deshalb müssen wir ein bisschen aufpassen. Das Wasser reinigt zwar auch die Böden und eine große Menge war völlig unkoordiniert. Und wir müssen aufpassen, das gibt diese grüne Ressource als Output, die wir verbrauchen für das Platzieren von Modulen, das nicht. Deshalb so schön und befriedigend das ist, diese Bewässerer zu setzen, diese Wasserpumpen zu setzen. Also muss ich schon überlegen, ob das klug ist, halt, die überall hin zu platzieren. Ne? Wir machen mit den anderen weiter erstmal. Hier oben können wir auf jeden Fall einen hinsetzen. Dann bekommen wir nämlich neue Ressourcen. Ja, die hier oben sollte man noch ein bisschen weitermachen, damit sich das auch lohnt. Einmal hier.
Geht das auf hier? Ach, das ist ein Flussbett, stimmt. Das Flussbett muss durch das Wasser gereinigt werden. Jetzt können wir hier aber reingehen. Wir können den Bewässerer hier platzieren. Können das hier einmal komplett nach oben anschließen. Bekommen neue Punkte dazu. Ja, da kommen die Punkte oben. Mehr als zumindest haben wir die Punkte wieder reingespielt bekommen. Das ist schon mal viel wert. Der Verkalker. Neues Gebäude gerade freigeschaltet, kristallisiert Vegetation in der Umgebung und bildet Felsen. Das heißt, falls wir irgendwo mit dem Strom nicht hinkommen, können wir das dadurch machen. Dortmunder Jung, vielen Dank fürs siebente Abo hier. Grüße an dich. Dann. Ja, also ich würde hier gern hier oben. Das machen wir hier. Hier oben können wir gut vorgehen. Wir setzen hier oben eine Wasserpumpe hier hin. Wunderbar. Da haben wir von hoch oben ein Riesenterritorium gewässert hier. Wir bekommen Punkte auch dazu, aber wir bekommen doch Punkte dazu. Ich habe das eben falsch erklärt. Anscheinend geben auch die Wasserflächen tatsächlich auch noch Punkte drauf. Das war mir gar nicht klar. Oder die entstehen mittelbar. Auf jeden Fall Wasser hilft doch. Alles klar. Hier können wir noch Wasser anschließen. Hier oben eventuell noch eine Pumpe. Nee, hier ist kein Flussbett. Einmal hierhin bitte. Einen Gifter nach rechts. Einen Entgifter nach links. Klasse. Jetzt können wir zumindest uns schon mal ein paar Punkte zurückholen, wenn wir den Bewässerer hier in die Mitte platzieren. Können wir hier rechts noch mehr anschließen, eventuell. Wir schauen mal, wie das funktioniert mit dem Verkalker, ob man den überall hinsetzen kann. Nee, nur an den Fluss selber. Also hier können wir ein Stück Felsen hinzaubern. Das würde ich eigentlich gerne auch machen. Wir sichern uns erstmal die Punkte, die wir haben, und setzen hier noch einen Bewässerer hier hin. Nur drei Punkte dazu bekommen. Im Augenblick bleiben wir eigentlich konstant etwa auf dem Betrag. Das ist ganz positiv. Hier könnten wir eventuell auch noch was hintricksen. Einmal hier. Einmal hier oben hin. Einmal bewässern, bitte. Jetzt sollten wir Punkte wieder ausgeben, aber auch wieder zurückbekommen. Es wird uns sogar oben in der Vorschau, in der Punktevorschau angezeigt, was das wahrscheinlich bringt an Punkten. Guck mal. Na, also so, wir haben auch nicht 428, setzen wir den so hin, wenn wir danach 589 haben. Das ist echt nett gemacht. Neues Gebäude ist aufgeploppt. Ein Bagger. Ja, und ja, den hatte ich mir auch schon mal freigespielt in der vorigen Partie. Der ist echt witzig, weil der erzeugt, der macht nicht nur was neu, der macht auch vorher was kaputt. Ich zeige euch mal, wie der funktioniert. Der ist auch sehr nett animiert. Wir können ein neues Flussbett produzieren und dann können wir auch Wasser, das es schon irgendwo gibt, umleiten in ein neues Flussbett. Was dann? Ich zeige es euch mal. Kostet ziemlich viel, 100 von diesen Punkten. Die Richtung. Ach, der braucht auch Strom allerdings. Die Richtung, die da auftritt, das kann man so lenken halt.
können das hier einmal durchziehen, aber alles dazwischen ist dann wieder vergiftet. Muss wieder neu renaturiert werden. Wir suchen es mal besser. Hier kann man Wasser runterleiten. Ja, das ist eine gute Idee. Jetzt bräuchten wir hier unten allerdings Strom. Mal gucken, ob wir bis dahin kommen. Das ist so suboptimal. Ich hätte gerne hier unten. Wir setzen hier ein. Ach, Mist. Je höher wir das Flussbett machen, desto weiter unten fließt das Wasser. Ich versuche es mal hier oben hinzubekommen. Ein Bagger hier hin. Wir arbeiten mal mit zwei Baggern hintereinander. Wir setzen mal einen hier hin. Achtung, der macht rechts wieder Dinge kaputt. Schießt einmal quer durch bis zum Rand. Und jetzt können wir hier eine Wasserpumpe, glaube ich, draufsetzen. Geht nicht. Aber der nicht weit genug reicht hier, ne? Wir brauchen erst noch ein bisschen neuen Strom hier. Setzen einmal einen Verkalker hier auf die Ecke drauf. Geht das hier? Ja, so. Kostet alles viele Punkte. Jetzt schießen wir mit dem Bagger. Nee, jetzt setzen wir erstmal die Mühle hier hin. Das Windrad hier hin. Jetzt schießen wir hier mit dem Bagger quer durch in die andere Richtung. Schauen mal, ob wir jetzt, wie wir das jetzt hinbekommen. So, und dann würden wir rechts das Wasser anschließen und würde es dann hier rechts rüber. Das klappt nicht. Ich bräuchte hier oben noch was. So können wir es auch nicht machen. Können wir es hier hinsetzen? Ja, dann schießt es aber nur oben gegen. Das bringt nicht wirklich was. Und so kriegen wir auch keine Verbindung nach oben hin. Das reicht nicht ganz. Wir bräuchten ein Gegenstück in die andere Richtung. Ich glaube, ich muss doch hier nochmal eins hinsetzen. Boah, unsere Punkte gehen drauf. Gleich kommen wir nicht weiter. Ein Bagger hier hin, bitte. Und jetzt sollte es klappen. Jetzt sollte das Wasser eigentlich einmal quer durchfließen. Wir machen oben zwar ein bisschen was kaputt, aber das können wir auch wieder reparieren. Nein, 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 ich will die Region nicht neu versuchen. So. Und jetzt fließt das Wasser hier nicht lang. Scheinkleister. Ich dachte, es wird hier reinfließen. Dann müssen wir haben nicht mehr viele Punkte, versuchen nochmal eine Wasserpumpe jetzt. Ja, jetzt klappt's. Die Wasserpumpe hier platziert. Von weit oben kann man weit fließen. Jetzt bekommen wir ein paar Punkte dazu. Na Gott sei Dank. Boah, ich habe viel Punkte verschwendet hier gerade. Das war echt heftig. Ich bin mal ganz und gar nicht sicher, ob das so klug war. Jetzt müssen wir echt die. Jetzt muss jeder einzelne Plan muss jetzt sitzen. Ansonsten nochmal ein kleines Problem an der Backe hier. Einmal hier entgiften. Einmal 50. Da oben können wir nicht hin. Haben wir hier unten? Hoffentlich geht das gut. Nur nach 67 Punkte scheitere ich schon ganz früh hier. Ein Bewässerer in die Mitte. Die Punkte sind fast alle. Also perfekt sieht anders aus, aber es geht doch.
Ich glaube, ich habe echt mit dem Kanal bauen, habe ich es komplett übertrieben. Ich glaube, das kriegen wir nicht heil durch. Ich glaube, wir scheitern. Wir scheitern mit Stil, mit vielen Baggern, aber wir werden scheitern. Das kriegen wir nicht sauber hin. Ich glaube, das riecht nach einmal neu starten. Aber ich gebe mein Bestes bis zum bitteren Ende hier. Wir brauchen noch einen. Hier können wir noch ganz viele Punkte bekommen. Das ist alles Mutterboden hier. Einmal hin. Einmal bewässert, nur 79 Punkte da. Hoppla. Jetzt ist irgendwie Murks gebaut. Hier klemmt das R plötzlich fest, obwohl ich es gar nicht gedrückt halte. Schaut mal hier. Ich drehe nur mit dem Mausrad. Ich komme nicht mehr raus. Ich muss es neu setzen. Keine Ahnung, was gerade schief gegangen ist. Ah, mit dem mittleren Mausrad kann man drehen. Aha, ich muss gar nicht R drücken. Okay. Einmal hier vorne hin. Ja. Und? Wie viele Punkte bekommen wir? 155. Noch bleiben wir im Spiel. Ich fürchte nicht mehr lange. Ja, das wird echt hier. Puh. Einmal hier vorne. Ein Entgifter in die Mitte. Geht nicht. Kein Strom weit und breit, Leute. Das wird echt. Ich glaube, wir scheitern hier schon bei der ersten Challenge. Hier vorne können wir noch ein paar schöne Sachen machen. Noch einer hier hinten hin. Punkte und Leute, wir haben 55 Punkte und 50 geben wir aus für den Bewässerer. Wir haben nur noch 5 übrig gleich. Das ist echt hier auf die letzte Rille, wenn es überhaupt gehen sollte, auf die allerletzte Rille hier. Punkte. Ja, Schritt geschafft, aber kaum noch Punkte da. Sobald das Rückgrat des Ökosystems gedeiht, besteht der nächste Schritt darin, die Vielfalt der wachsenden Pflanzen zu erhöhen. Führe Fynbos, Feuchtgebiete und Wälder ein und du musst anfangen, deine Aufmerksamkeit dem lokalen Klima zu widmen. Jetzt beginnt Phase 2, aber ich befürchte, mit den paar Punkten, die neuen Gebäude hier, wir können es mal versuchen, aber ich vermute, es riecht hier nach Neustart. Es sieht natürlich sehr hübsch aus hier. Aber ich befürchte, wir werden es versuchen. Wir geben unser Bestes hier.